Guten Morgen und herzlich willkommen zu Philosophie auf der Fähre. Was ist das? Ganz einfach, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre und jeden Abend auf dem Heimweg, fahre ich mit der Fähre über den Rhein. Dann sitze ich da 3 bis 5 Minuten im Auto. Was mache ich da sonst normalerweise? Ich lese Zeitung, ich lese vielleicht ein Buch oder ich lese ein Buch oder ich lese eine Fachzeitung. In Zukunft möchte ich diese 3 bis 5 Minuten nutzen, um euch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar zu den Medien und ihrer Entwicklung, zum Journalismus heute und morgen, aber auch zu Dingen, die ich in den Medien lese oder die mich sonst irgendwie interessieren. Ganz ehrlich, natürlich hat das nichts mit Philosophie zu tun, aber irgendwie brauchte ich einen Namen für dieses Format. Also, weil ich auf der Fähre sitze, dachte ich mir eben Philosophie auf der Fähre. Das Ganze soll informieren, aber natürlich auch Spaß machen. Vor allem Spaß. Ich will ja auch Spaß dabei haben. Also, demnächst die erste echte Folge mit Inhalt. Bis dann. Ich muss Schluss machen. Ich bin gleich drüben.